So, wo gehen wir jetzt hin? Ah, wenn es das Haus. Das ist Wenzels Haut. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Ja, klar. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Ja, hast du von Frau aus Elysium gehört? Anscheinend schon, oder? Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Ja, Rufus, du machst schon nur was für andere. Nur das, was anderen gut tut. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Eine Wasserader? Die haben doch Wasser. Hä? Cool. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Bis später. Genau. Ja. Natürlich blöd. Ne, klauen wir die einfach wieder. Wie die Magneten zum Beispiel. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Ach. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Ja, in der Quelle. Sehr, sehr unfreundlich, der Wenz. Sehr unfreundlich. Oh. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Bei aller Empathie. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist? Nein. Kann man
dem jetzt was klauen. Ah ja, den Schwamm. Können wir den benutzen? Was haben wir? Wartenummer, Magneten, Schwamm. Ja. Können wir mit dem Schwamm... Schwamm. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. Ja, das mit der Seife kriegen wir gleich hin, aber das mit der Lust wird ganz schön schwer. Kämmer, ja. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Hanek, da kann sich aber keine Namen merken. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen. Klauen. Und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Hab ich. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Die hab ich geklaut. Ja, klar hab ich. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Also kann ich hier Häuser in die Luft jagen. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Toni hat eher ein Auto. Toni? Mal nachdenken. Toni? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Schade. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ich glaube, wir brauchen den Namen vom Fahrer. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Ja. Wo ist der Sprengplan? Wenn's. Nee, kann man ja auch mal wegspringen und
einen Wasserturm. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Hallo. Hallo, hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würdern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Ja, die Frau ernährt sich von Würmern. Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Du, Lonzo. Ja. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Ja. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Ja. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Mecker, mecker, mecker. Zeter, Hader, Zank, Keif. Ja, ich bin schon lässig. Ja. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja,
sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz.